Schornsteinfeger. Rechnungsbetrag 79,55. Wurde wirklich bis zum Schluss ziemlich altertümlich gekocht. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schmandig aus, was da oben drin ist. So. Wir haben einen Todesmutigen gefunden, der für uns diesen Kühlschrank öffnet. Den guten alten Ben. Guten Morgen, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr dies gerade seht. Und herzlich willkommen bei Urbex Stories. Ja, es ist sehr kalt geworden in Deutschland, muss man ehrlich so sagen. Sind wir jetzt zusammen mit dem Heiko und dem Ben. Irgendwo im Wald, hier sind so komische Konstrukte überall aufgestellt. Wir gucken mal, was das ergibt. Mit komischen Konstrukten meine ich sowas wie das hier. Aber da gibt es noch wesentlich merkwürdigere Sachen. Liegen auch überall Bretter verteilt, hier auch am Boden. Und vorne, also eine Art Grillhütte. Das scheint mal hier so eine Art Blumenbeete gewesen zu sein. Irgendwo hier unterm Laub. Und hier haben wir tatsächlich, ich würde sagen, so eine kleine Garten- oder Grillhütte. Okay, ist leider nichts mehr drin. Aber ein schickes kleines Häuschen. Da muss es doch auch ein großes Haus zu geben. Ja, was meinst du? Ich habe schon eins gesichtet. Das klingt sehr gut. Et voilà, du hast recht. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Okay. Kleines Haus. Erinnert mich so ein bisschen an das Haus im Wald mit dem Panikknopf. Ich verlinke euch das mal oben im Video. War doch eine Ecke größer. Also hier wurde sich zumindest schon ziemlich lang um die Umlagen nicht mehr gekümmert. Weil dieses Fass hier von der Regenrinne, das ist schon komplett weggerostet. Da ist schon nichts mehr von da. Doch allgemein, die Zäune und alles, das ist schon alles vom Erdboden gleich gemacht. Bin mal gespannt, was wir hier noch finden. Okay. Hier sehen wir alte Satellitenschüssel. Diese wahrscheinlich ehemalige Garage oder so, die ist ganz schön eingestürzt hier. Das kann auch nur so eine Garage für Motorräder oder Hänger gewesen sein, weil als hoch war sie auf jeden Fall mal nicht. Was haben wir hier denn alles für Gebäudeüberreste? Das ist wirklich merkwürdig. Was ist denn für ein gemauertes Haus hier? Das ist jetzt wirklich allzu besonders, sieht es jetzt nicht aus. Vor allem kommt man hier nicht wirklich weit. Ein paar Zeitungen. Noch mit D-Mark-Preisen, wie man sieht. Also lange verlassen, könnte wirklich hinkommen. Müllsäcke mit allem Möglichen drin. Hoffentlich nicht die komplette Einrichtung, die noch vorhanden war. Und hier haben wir auch wieder eine weitere Hütte. Es könnte vielleicht mal so eine Art wie ein Stall oder persönlicher Hochsitz gewesen sein mit dieser Tür. Wie ist das alles hier schon runtergekommen? Die haben auch eine Pumpe. Eine Pumpe hast du gefunden? Ja. Jo, hier ist noch eine ganz alte Pumpe. Ja, da hast du recht. Das ist aber schon ein sehr altes Modell. Was ich direkt mal dabei sagen muss, das zeige ich euch auch gleich nochmal, wenn man hier zum Haus geht, ist uns das schon aufgefallen. Und was hier vorne im Gartenbereich steht, also ich glaube, nur Wohnhaus war das nicht. Das muss mal irgendwas gewesen sein hier. Schaut euch das hier mal an. Da, wo Heiko gerade vorne hinläuft. Dieser ganze Platz ist irgendwie mit irgendwas bebaut. Das sieht aus wie so eine Art Tribüne, wo man mal drauf sitzen oder stehen konnte, damit man etwas erhaben ist. Die dazugehörigen Stufen sind auch noch da. Auf diesem Platz hier
vom Haus muss mal irgendwas stattgefunden haben. Die Frage ist nur, was? Hast du eine Idee? Ja, eventuell eine Hundeschule. Okay, Hundeschule könnte auf jeden Fall schon mal nicht schlecht sein, ja. Auch dieses dazugehörige Konstrukt hier, das sieht doch aus wie so ein Schiedsrichterpodium oder Kommentatorpodium, wo dann immer kommentiert wurde. Das ist echt merkwürdig. Auf jeden Fall wurden hier Sachen vorgeführt. Ach, könnte wirklich so Hundetraining oder so gewesen sein. Wäre echt möglich. Mittlerweile hat es ja angefangen zu schneien. Frostig. Heute, ich habe mich jetzt mal in das Gebäude vorgewagt. Es ist tatsächlich mehr, als ich erwartet habe. Direkt hier im Eingangsbereich befinden wir uns in einer doch wirklich winzigen Küche. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles gewesen ist. Das wird bestimmt mal so ein Vorratsraum gewesen sein. Aber, Alter, was ist das denn? Wann ist das denn abgelaufen? Hier oben Stempeletikett 7.2000. Okay. Also eine richtig alte Cola-Flasche. Die gibt es so heute auch nicht mehr. Und hier haben sich sämtliche Dosen schon zersetzt. Ja, 2000 kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Da haben wir noch so Granini-Fläschchen. Ich weiß ja nicht, ob da bis zum Schluss Granini drin war. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schmandig aus, was da oben drin ist. So. Der Zähler hier wurde 2012 das letzte Mal abgelesen. Läuft auch Gott sei Dank nicht mehr bei dieser Bude, aber ist auch alles raus. Da oben die Sicherung, alles entfernt. Leute, wir haben eine Premiere zu verkünden. Wir haben einen Todesmutigen gefunden, der für uns diesen Kühlschrank öffnet. Den guten alten Ben. Ihr kennt ihn alle. Ich gar nicht jetzt auch die ganzen Konserven hier sehe. Ja, das habe ich mir nämlich gerade auch schon so gedacht. Okay, dann. Oh. Naja. Oh. Ganz viel Butter. Schon Schlimmeres gesehen. Das war mal Butter oder Margarine, ich weiß es nicht mehr. Ja. Ja, Margarine. Ein paar Gurken unten und Dose Fleisch anscheinend. Ja. Okay. Überwurscht. Das geht ja noch. Können wir ins Eisfach noch gucken. Ja. Der hat es aber mit Rama gehabt, der hier gelebt hat. Okay. Es duftet nicht. Sehr gut. Applaus für Ben. Sucht seinen Kanal. Liken. Jetzt kommen wir von hier aus direkt. Entweder würde ich sagen Gästezimmer. Oder Schminkzimmer. Haben wir noch einen Schminktisch vorne. Sämtliche Klamottenlinie am Boden verstreut. Das ist wirklich schon traurig. Oh, diese grünen Vorhänge. Lieber Schwan, ey. Generell wäre das noch komplett eingerichtet. Nur leider sehr, sehr, sehr viel Chaos. Hier auf diesem Schminktisch liegen noch Kontoauszüge diverse. Noch ein paar andere Unterlagen, Kaufutensilien und so weiter und so fort. Diese alte Club-Couch hier. Der Fernseher steht hier am Boden, warum auch immer. Sehr chaotisch hier. Also die gute alte Zeitschrift mit 4 Buchstaben liegt hier auch noch rum. Und die ist vom 30. Mai 2005. Also alles Anfang, Mitte 2000er. Hier ist die Küche. Hier wurde wirklich bis zum Schluss ziemlich altertümlich gekocht. Ganz alte Herdplatten, den dazugehörigen Kohleofen dazu. Wow, Leute. Und hier dieser alte Kochtopf. Den finde ich immer stark. Der ist wirklich noch so wahrscheinlich 60er Jahre, würde ich tippen. Aus Omas Zeiten sozusagen. In Schränken hier ist auch noch alles so weit drin, aber das ist wirklich alles richtig altes Geschirr, wie ihr seht. Auch hier diese Backform für einen Gugelhupf, glaube ich.
müsste das sein. Ist auch noch da, aber alles richtig, richtig alt. Ein lieber Schwan. Ich muss wirklich stellenweise sehen, wo man hier hintritt. Liegen alle möglichen Medikamente noch auf dem Boden. Gardan-P-Tabletten. Kapuzide. Die ganzen Ziele immer irgendwas mit Gehirn und so zu tun. Hier diese Antidepressiva und sowas alles. Oder vertue ich mich jetzt? Vorne am Tisch haben wir noch einiges liegen. Das ist die Jahresgebührenrechnung von 1991 für einen Schornsteinfeger. Rechnungsbetrag 79,55. Auch hier, Leute. Hier ist übrigens nochmal ein etwas modernerer Herd, als den wir gerade gesehen haben. Hier liegt alles rum. Alles Eingelegtes und boah, ist alles so in den 90ern, 2000ern abgelaufen. Ey, heftig, heftig, heftig. Alte Küchenuhr haben wir da noch am Tisch liegen. Boah, ist das alles alt hier drin. Da kommt diese Eckbank gar nicht mehr so zum Vorschein, weil die hier alles so vollgestellt ist. Ist immer richtig so alte Küche, wie man es bei Omas und Opas immer kannte eigentlich. Auch mit den Fliesen und alles. Irre. Uns vorwärts kommen und scheint in ein altes Büro. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Boden wippt. Ja, der wippt leicht. Ich glaube, hier gehe ich mal nicht weiter rein. Ich weiß gar nicht, ob das Ding hier unterkellert ist. Aber ihr seht es ja auch hier. Hier ist wieder alles auf den Boden geschmissen, aber das müsste auf jeden Fall mal das alte Büro gewesen sein. Hier liegt noch ein alter Kachelofen, einen richtig alten Holzschrank da hinten, richtig schick aus. Das mit dieser Lampe, ich glaube, die hatte sogar meine Oma auch, wenn ich mich nicht irre. Krass. Man stolpert hier über Unterlagen, ey. Ich guck mal, ob ich in diesen Raum rein. Guck mal, das dürfte das Wohnzimmer gewesen sein. Der Boden fühlt sich auf jeden Fall schon mal wesentlich besser an. Hier in dem Schrank ist nicht mehr allzu viel drin. Auch wieder persönliche Briefe. Ist sogar noch ein ausgefüllter Lottoschein. Steht da drauf von wann? Nee, kann ich leider nicht sehen. Sind diesmal diese gelben Vorhänge, aber ansonsten sind es dieselben. Auf diese Vorhänge hat man hier in diesem Haus vertraut, kann man sagen. Hier vorne haben wir noch einen schönen Fernseher stehen. Auf so einem kleinen Mini-Fernsehtisch. Das sieht ja deutlich aus mit Rollen. Grüne Sessel. Alter Holztisch. Mit was haben wir da denn liegen? Küchenmesser-Set war das mal aus Edelstahl. Hat das jemand geklaut? Garantiert. Jetzt liegen hier auch überall Feuerzeuge rum. Hier ist wieder so ein Kachelofen. Grüne Decke auf grüner Couch. Alles schon so ein bisschen am Gammeln hier. Und auch hier am Tisch. Aspirin liegt hier rum. Auch wieder ganz viele Lottoscheine. Also der stand auf jeden Fall auf Lotto. Das hat der anscheinend immer schön gemacht. Und auch hier alles an Fernsehzeitungen. Ist ja meistens wirklich so, dass die älteren Leute dann irgendwann wirklich hauptsächlich nur noch Fernsehen gucken. Vielleicht mal, wie der gute Herr hier noch Lotto gespielt hat und so weiter. Oder die Frau, wer auch immer hier zum Schluss lebte. Könnte mir das so ziemlich gut vorstellen. Das ist hier wahrscheinlich wirklich Todesfall oder Altersheim. Irgendwas muss hier passiert sein, auf jeden Fall so in der Art. War irgendwie traurig. Das ist ein echt schnuckeliges Häuschen, auch wenn es wirklich sehr, sehr alt ist. Ich wollte gerade in den zweiten Stock. Ich bin auch schon ein paar Stufen gegangen. Dann sehe ich da vorne, die erste hängt schon runter. Nein, da oben schneit es rein. Wenn man das sehen kann. Ich glaube, das spare ich mir lieber. Ich halte euch mal hier vorne in das Bad. Das ist leider hier so zugestellt, da komme ich jetzt nicht rein. Da ist auch schon alles reingeschmissen. Die Decke ist auch schon runtergekommen. Auch diese orangenen Fliesen wieder, das ist alles so richtig alt. Das ist so, wie man es in den 60er Jahren im Prinzip hatte. Hier wurde nicht groß modernisiert, auch zum Schluss nicht.
Wenn man sich das alles so von draußen hier betrachtet und was wir drinnen gesehen haben, ich zeige euch jetzt mal eben noch eine Sache. Es ist wirklich darauf schließen, dass hier zum Schluss eine ältere Person gelebt hat. Und hier wahrscheinlich im Garten wirklich irgendwas stattfand, wie vielleicht Hundetraining, Hundeshows oder Pferdeshows. Vielleicht hatten die auch so kleine Ponys oder irgendwas. Auf jeden Fall wurde hier auf jeden Fall gemacht und die Leute müssen älter gewesen sein. Bei den ganzen Medikamenten und bei der Einrichtung. Absolut. Das wollte ich euch noch zeigen hier. Denn bevor man dieses Gehöft hier betritt, das sieht doch aus, als wenn hier mal was rumgegangen wäre. So ein Schild Willkommen oder wie man es so kennt, die Pferderanch und keine Ahnung was. Also ich denke mal, hier stand mal irgendein Name für irgendwas, was hier mal stattgefunden hat. Das ist ein wirklich interessantes Haus, muss ich sagen. Vor allem auch, weil diese ganzen Konstrukte, die da vorne im Vorgarten stehen, schon wirklich merkwürdig sind. Und das ist auch hier in einer kleinen Waldecke gelegen. Alles sehr merkwürdig, aber ich war echt überrascht. Also so viel in dem Haus hätte ich jetzt nicht erwartet. Wenn es euch genauso geht, euch dieses Video gefällt, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Und ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal bei Urbex Stories.